Hallo liebe Freunde der Stromschnelle, liebe Grüße aus Spanien, wir sind hier in der Nähe von Marbella, wir sind unterwegs mit Suzuki und haben im Gepäck die neue V-Strom 1050 hier in der XT-Variante, das ist quasi die höhere Ausstattungslinie, da sind Speichenfelgen dabei, Motorschutzbügel, ein verstellbares Windschild und diverses anderes. Das Interessante an dem neuen Modell ist natürlich das Design. Ich zeige euch mal so ein bisschen hier die Seite und ihr erkennt die Linie vom Schnabel. Das ist natürlich ganz klar die alte DR Big. Damals der größte Einzylinder, den es überhaupt in einem Motorrad gab. Das Design ist auch kein Zufall. Tatsächlich ist der Herr, der dieses Fahrzeug gezeichnet hat, just der gleiche, der damals die DR Big auch designt hat. Ein Mann namens Miyata-san. Und ich würde sagen, die Ähnlichkeit ist absolut, sie springt ihr aus allen Poren. Also rein äußerlich ein komplett neues Motorrad. Innerlich teilweise, aber wesentliche Teile, Rahmen, Fahrwerk sind eigentlich soweit unangetastet geblieben. Wo sich was getan hat, ist der Motor. Der ist jetzt für die Euro 5 Norm gewappnet. Hat trotzdem ein kleines bisschen mehr Leistung. Dafür ist das maximale Drehmoment ein bisschen nach oben gerutscht. Fühlt sich jetzt aber unten raus nicht irgendwie luftpumpig an oder so. Also alles in Ordnung. Man kann immer noch schön von unten mit Druck cruisen. Das passt soweit. Dann natürlich gab es ein bisschen mehr Elektronik, wie das heutzutage so ist. Ein neues Display, das kennt ihr schon aus der G6R. Damit kann man diverse Fahrmodi steuern und einstellen. Und ja, wie sich das neue Motorrad verhält auf der Straße. Wir sind es auf der Landstraße gefahren und auch ein bisschen in leichtem Gelände, wohlgemerkt sehr leichtem Gelände. Das lest ihr in der nächsten Motorrad-News. Also, dann sehen wir uns im Kiosk. Bis dann. Ciao.